Das Delikt der entwürdigenden Behandlung aus dem Militärstrafrecht gepaart mit Delikten aus dem Strafrecht, wie beispielsweise Folter, gefährlicher Drohung, Freiheitsentziehung oder auch Nötigung. Nach all diesen Delikten wurde ermittelt, und zwar wegen eines Übungsleiters bei der Militärakademie in Wiener Neustadt. Allerdings gab es heute die Einstellung dieses Ermittlungsverfahrens, wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt, Erich Habitzel, bekannt gegeben hat. Aus strafrechtlicher Sicht würde hier ganz einfach nichts übrig bleiben. Der Mann, der Übungsleiter, der soll hier nach EU- und auch nach NATO-Standards seine Übungen durchgeführt haben. Es gab hier zahlreiche Rollenspiele, die durchaus auch hart waren für die Soldatinnen und Soldaten. Diese haben ihn aber schon im Vorfeld exkulpiert und von jeglicher Schuld freigesprochen. Es gab sogar einen offenen Brief von 70 Fähnrichen, in denen hingewiesen wurde und in diesen Briefen auch hingewiesen wurde, dass der Übungsleiter hier vollständig korrekt gehandelt habe. Im Vorfeld gab es ein anonymes Schreiben und das hat den Stein auch ins Rollen gebracht. Allerdings muss sich der Übungsleiter jetzt keiner strafrechtlichen Verantwortung mehr stellen. Heute wurde das Verfahren eingestellt und damit ist diese Sache auch zu den Akten zu legen.